Aber die Ladezeiten sind heute mal wieder horrende. Nee. Einmal System. Das ist nur sehr leise. So, also einmal habe ich einen neuen Bogen. Beziehungsweise den Bogen, den man sich da ja für die Steinchen kaufen konnte. Meine neue Rüstung. Ah, ja, ich habe wieder eine neue Frisur. Ich weiß es. Ich bin mir dessen schändlich bewusst. Ja. Hi. So. Ich habe gestern ein wenig mein Inventar aufgeräumt. Es ist immer noch voll. Ich sage es, wobei es ist immer noch voll. Aber es ist schon etwas leerer. Ich habe zumindest ein paar Plätze frei. Sagen wir es mal so. Und ja, ich habe es aber nicht mehr geschafft, gestern noch die anderen Klassen hier zu leveln. Das war ich dann ein bisschen zu müde für. Ich hätte aber gern gerade ein anderes Pet. Wird das irgendwie. Ja, die Katze ist in Ordnung. So. Wir machen heute auf jeden Fall Hauptstory weiter. Und was ich gestern noch angestellt habe. Also, wir haben jetzt hier den Davies noch den normalen Raid mit drin. Ich freue mich nicht. Wo ist es denn hier? Ich habe gestern die ersten zwei Alexander-Parts-Dinger da gemacht, alleine. Ich wollte nur mal gucken. Das geht verdammt schnell. Das geht so schnell, dass ich gar nicht begriffen habe, was ich überhaupt zu tun habe. Ich habe einfach so verwahrlost meine Taste gedrückt und war einfach nur in der Hoffnung, dass ich überlebe. Hat, ja, so mir schlecht als recht. Dann habe ich gestern noch ein paar Startstarter hier ausgegeben. Würde gerade. Gut, und wir haben neue Steinchen. Kann ich bald wieder was Neues von kaufen. Beziehungsweise wir. So. Wir hatten ja hier das Unglück mit Titan nochmal. Mit dem kleinen Kobold, der seine Eltern verloren hat. Ich könnte immer noch heulen. Tatsächlich, nach dem Stream, ich lag tatsächlich im Bett und hab geheult wegen dem scheiß Kobold. Nur weil seine Eltern da tot am Boden lagen. Das war unheimlich, ey. Ich heule selten. Muss mal spielen. Das ist echt. Oh, hallo Katze. Das war echt unheimlich. Hi. Ach, hier muss ich hin. Das war ja weit jetzt. Ach ja, wir sind unbeschadet aus den Minen gekommen. Ja. Du hast die kleine. Was? Ach ja, stimmt. Okay, Titan hatten wir schon beseitigt, weil ich gestern Titan in der. Oh, in der Daily hatte. Deswegen haben wir das scheinbar schon erledigt. Aber das war eh nichts Besonderes, weil Titan hatten wir ja jetzt schon. Viermal? Fünfmal? Sechsmal? Siebenmal? Ich weiß nicht, wie oft wir Titan schon hatten. Ich habe es gestern sogar mal hingekriegt, ohne zu sterben. Das hätte ich echt im Kalender mal eintragen müssen. So die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Titan nicht sterbe. Das ist so. Ich würde den Kleinen immer noch mitnehmen. Warum kriegt man den Kleinen nicht als Begleiter? Das wäre schön. Das wäre so schön. Wir aber trotzdem noch einmal. So. Hallo, Alfino. Achso, und eins wollte ich auch nochmal machen. Jetzt sagt mir, dass das heute wieder. Ja, das funktioniert wieder. Das ist gut. Und zwar einmal wollte ich kurz die Erlösung aber leider machen. Weißt du nicht, ob ich da jetzt reinkomme?
Wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann ist das egal. Aber da ich da wieder was umgestellt hatte, hab gestern mein Tagebuch beendet, mein erstes Turnier gespielt. Und wie war's? Diese Turniere habe ich ja noch gar nicht gespielt. Die sind ja noch komplett neu für mich. Ich glaube, ich hatte nur ein einziges gemacht und das war so ein komisches Rad, wo man draufbleiben musste. Da hat man gegen irgend so einen Typen aus Final Fantasy X. Musste man da auf dieser Plattform bleiben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. War auf jeden Fall eine Aeon aus FF10. 5. Platz von 8. Ja, geht aber. Geht aber. Nur fürs erste Turnier. Also, da? Besser als nichts. Wir müssen unseren nächsten Schritt überlegen. Kannst du aber Sturmkapitän Leutern vorher noch von deiner unversehrten Rückkehr berichten? Ich habe ihn schon über den bisherigen Verlauf der Mission in Kenntnis gesetzt, aber sag ihm bitte Bescheid, dass sein Kampf gegen Titan gut ausgegangen ist. Ja gut, ja, haben wir uns wenigstens den Kampf gegen Titan gesperrt, genau. Gespart. Das ist ja auch schon mal was. So, also laut meiner Rechnung, wenn ich mich recht entsinne, wären es jetzt, glaube ich, nur noch 15 Quests bis Stormblood. 15. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich, oder ob ich das so richtig in Erinnerung habe. Aber ich meine, das wäre schön. Es wäre wirklich schön. Du bist zurück. Heißt das, dass du Titan besiegt hast? Ja. Heißt es wohl. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Selbst ein Primate, der nicht im Vollbesitz seiner Kraft ist, möchte ich nicht aus nächster Nähe erleben. Vor allem nicht, wenn er wütend ist. Meine Leute sind alles andere als zart beseitigt. Doch wenn der Gegner eine Gottheit ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Verletzte und Tote sind da unausweichlich. Du hast dich quasi allein in den Ogomoro gewagt und ihn einfach so besiegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heute Nacht wird gezecht. Warum bleibst du nicht noch hier und feierst mit uns? Außer Flüssigem können wir dir zwar nicht viel anbieten, aber so ein Becher Wein belebt die Geister und du siehst ziemlich ramponiert aus. So halb, ne? Was war das? Hi. Ach, du bist es. Tut mir leid, ich hätte im Camp Bescheid sagen sollen. Der Kleine wird von allen so kalt angestarrt. Da dachte ich gehe ein bisschen mit ihm spazieren. Da will wir unbedingt drauf platzieren. Ja. Hi, Tera. Das war doch klar, oder? So still ist es hier. Alles verliert sich in der Weite des Sternenhimmels. Wenn nach einer schlimmen Nacht endlich der Morgen anbricht und alles in sein tröstendes Licht taucht, dann wird mir oft nur noch beklommener ums Herz. Als müsste jetzt alles gut sein. Aber das ist es nicht. Durch Eorzea zu reisen mag mich stärker gemacht haben. Aber es tut mir doch immer noch so weh, Leid mit anzusehen. Bei der siebten Katastrophe hat mein Großvater Schalean verlassen und sein Leben gegeben, um Eorzea zu schützen. Ich habe damals nicht verstanden, warum. Was war daran so wertvoll, um dafür zu sterben? Ich war so wütend und traurig. Mich und all die, denen er wichtig war, hatte er im Stich gelassen, nur um ein paar Landstriche voller Mühsal und Willkür zu retten. Aber er musste doch einen guten Grund dafür gehabt haben.
Also machte ich mich auf die Suche nach den Hintergründen der Katastrophe, in der Hoffnung, den Wert dieser Welt zu entdecken. Ich bin weit gereist und habe viel gesehen. Nicht nur Schönes und Interessantes, sondern auch vieles, das mich verständnislos oder zornig machte. Und ich musste erleben, jemanden nicht retten zu können. Gerade als wir Vertrauen zueinander gefunden hatten. In so einem Moment musste ich an früher denken. Daran, wie Großvater nach Eosea gehen wollte, um die Katastrophe aufzuhalten. Und wie mein Vater ihn davon abzubringen versuchte. Großvater hatte entgegnet, es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind. Und unzivilisiert obendrein. Und plötzlich verstand ich. Das war die Antwort, die ich gesucht hatte. Es ging nicht darum, was mehr oder weniger wert war, sondern darum, dass er helfen konnte. Und daher tat er es. Auf einmal war ich versöhnt. Ich fühlte mich den Leuten, die ich unterwegs getroffen hatte, ganz nahe. Und auch Alphinon und Uriange, obwohl sie doch meilenweit entfernt waren. Als ob sie an meiner Seite wären, auch als ich ganz allein den Kriegern der Dunkelheit nachschlich. Tut mir leid, ich rede ja nur von mir. Erzähl doch einmal von deinen Erlebnissen. Was hast du denn in Ishgard gesehen? Och, wenn ich da anfange, sind wir übermorgen und nicht fertig. Oh, das würde ich wirklich wissen. mit Emmel. Ja. Hinterland. Ja, vom Kampf Seite an Seite mit Emmel. Das war irgendwie klar. Aber er war episch. Ja. Dem Großmeister habe auch ich viel zu verdanken. Alle waren so bemüht um mich. Kaum zu glauben, dass sich Ishgard so lange gegen alles Fremde abgeschottet hat. Und jetzt? Als ob ihnen die Augen dafür geöffnet wurden, wie erhebend es ist, jemandem helfen zu können. Das ist wohl zu einem guten Teil auch dir zu verdanken. Ja, wir kommen in Prepitz. Es ist wirklich viel passiert. Viele Leute haben ihre Hoffnung in dich gesetzt. Geil. Und das zu Recht. Das mag ich. Aber der Weg geht noch viel weiter. Solange es einen Morgen gibt, müssen wir die Aufgabe weiterführen, die man uns in die Hände legte. Ich will nie wieder aufhören zu spielen. Nie. Wieder. Ich habe übrigens auch den halben Morgen den Soundtrack von FF14 angehört. Ich finde ihn toll. Ein Lichtkristall. So sehr ihr das Licht verabscheut, könnt ihr euch doch nicht davon trennen. Du weißt genau, dass er nur ein Mittel zum Zweck ist. Also, worum geht's? Die Saat, die ihr in Lanoscea gesät habt, ist verdorrt. Titan wurde von den Helden dieser Welt besiegt. Die Beschwörung wurde zwar durchgeführt, doch nicht in der vollen Stärke. So kann das Verlangen nach einem mächtigeren Gott nicht angefacht werden. Und was sagt die Weißkutte dazu? Nur, dass wir nicht von unserem Plan abweichen sollen. Verdammt nochmal, uns läuft aber die Zeit davon! Der Bund der Morgenröte ist nun nicht mehr mit den Umbrüchen in Ishgard befasst. Er hat euch als Gegner erkannt und wird zu einem ernsten Hindernis werden. Ach, über deine Kameraden weißt du gut Bescheid, was? Ich möchte mal wissen, wer von uns sich hier nicht vom Licht trennen kann. Nennen Sie nicht Kameraden. Ich frage lediglich, wie ihr nun vorgehen wollt.
Die Diener der Dunkelheit sind nicht die einzigen, die Chaos verbreiten können. Wenn es dir nicht behagt, untätig der Entwicklungen zu harren, dann ergreife selbst das Ruder. Die Gelegenheit ist günstig. Vernichte nur die Helden dieser Welt. Mehr ist nicht nötig, um das Gleichgewicht zu kippen. Und yeah. Alles versinkt in einem Strudel der Zerstörung. Es rattert nur so ein bisschen in meinem Kopf. Was redest du da? Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind. Und unzivilisiert obendrein. Die Worte meines Meisters, die ich verinnerlichte. Ich fühle mich verpflichtet, euch einen Ausweg aufzuzeigen. Kenne ich dich? Ich denke auch bei dem Typen, dass ich den die ganze Zeit schon kenne. Dann lock diese Handelmänner herbei. Wir machen dem Spiel ein Ende. Nee. Ich bin echt am Überlegen, wer das ist. Unsere Freunde werden sich darum kümmern. Ich habe eure Worte nicht vergessen, Meister. Doch eine Welt zu retten, ohne jeglichen Schmerz zu bereiten, dafür reichen meine Kräfte nicht. Minfilia, meine Freunde, ich bitte euch nicht um Vergebung, denn es kann nicht vergeben werden. Und doch muss ich voranschreiten, so schmerzlich es ist. Nein. Moonbreeder. Nein. Du bist bestimmt auf dem Weg geblieben, an den du glaubtest. Nein. Nein. Nee, komm. Nein. Einfach nur nein. Nein. Nee, das akzeptiere ich nicht. Das ist, nee. Nein. Da habe ich aber was ganz, ganz Striktes gegen. Ah, frisch und ausruht. Ja, nee, bin ich nicht. Aber belasse es dabei. Gerade eben Nachricht von Tentkate erhalten. Seine und Isidoras Nachforschung haben sie zu den Holzkisten mit Ischgard-Ziegeln geführt. Akzeptiert. Nein, ich akzeptiere das nicht. Nein. Einfach nur nein. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich lege ein mega fettes, großes Veto ein. Veto. Es sieht ganz so aus, als hätte jemand erhebliche Mengen der Kristalle abgezweigt, die für die Verteidigungsschlacht Ischgards aufgebracht worden waren. Ohne Zweifel hat Danger der Ascheans. Mhm. Emmerich hat alle verfügbaren Tempelritter ausgeschickt, um herauszufinden, wohin die Kristalle verschwunden sind. Tancred meint, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Übeltäter gefasst sind. Zur Sicherheit müssen wir prüfen, ob nicht irgendwo noch mehr gestohlene Kristalle versteckt sind. Anstatt ziellos zu suchen, berichten wir erst einmal Orion G. von den bisherigen Ergebnissen. Vielleicht hat er ja noch weitere Informationen. Alice ist immer noch nicht zurück. Falls du sie siehst, sag ihr, dass wir gleich aufbrechen. Nein! Ich bleibe hier. Ich trete den Streik. Ich lehne es ganz gewaltig ab. Auch schön hier. Oh, ich will ihn immer noch mitnehmen. Ist die kleine süß und putzig. Warum hat man den nicht als Begleiter reingesetzt? Wäre doch toll gewesen. Bisschen. Bist du schon als Begleiter? Echt? Dann brauche ich den. Ich brauche den da.
Das ist süß. Eigentlich habe ich sie ja eher so mit großen Ratten verglichen, aber seit Mittwoch. Ich habe ihn einen kleinen vernarbt. Wehe, ihr behandelt ihr nicht gut, dann gibt's Ärger. Dann gibt es. Aber haue. Also ihm glaube ich ja noch, dass er nett zu ihm ist, aber die anderen? Ich mag meine Rüstung. Ich will ihn da nicht lassen, ich will ihn mitnehmen. Ich bin immer noch traurig wegen dem letzten Mal. So scheiße. Nimm ihn mit. Als Haustier. Als Hauskobold. Nein, wir wollen nicht. Wir wollen bei dem Kleinen bleiben. Jetzt nehmt ihn mit! Dann nicht. Nehmt ihn mit, bitte. Ach ja. Ja, dann wollen wir mal. Warte, wo müssen wir hin? Zum Sonnenwind. Nein, das ist der letzte Brief. Also. Das Schlimmste ist, dass ich mich tatsächlich heute mal durchregen muss, die Ladies zu machen. Ich glaube, gestern habe ich alles außer zwei gemacht. Mir war es tatsächlich zu spät, um noch Hauptszenario und The Raid zu machen. Da hatte ich gestern tatsächlich keine Lust mehr drauf. Dachchen. Lass mich rein. Wann gab es das letzte Mal freudige Nachrichten?
Ich bin tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, was Stormblood angeht, ne? Ich glaube, Stormblood ist so das einzige Addon, von dem ich noch nicht mal den Trailer gesehen hatte damals. Also zu Heavenfort hatte ich damals den Trailer gesehen. Und Shadowbringers. Stormblood ist bei mir irgendwie in Vergessenheit geraten. Hätte ich vielleicht nochmal nachholen sollen. Das Gute kommt aber meiner Meinung nach nicht an HW ran. Bin gespannt. So, heute sollten wir es ja definitiv schaffen, oder? Also ich glaube, ich hätte es auch am Mittwoch noch schaffen können, aber ich war zu müde. War einfach zu müde. Dafür glaube ich aber, dass es heute dann wieder bis 3 oder 4 Uhr geht. Ich kenne mich. Wenn ich dann wieder einmal drin bin. Auf jeden Fall. Ja gut, Mittwoch hätte ich dann wahrscheinlich... Weiß nicht. Hätte ich am nächsten Morgen nicht etwas zeitiger auf... Oder, na müssen nicht, aber... Da ich etwas zeitiger aufstehen wollte... Kommt noch ein Dungeon dazwischen. Oh, okay. Ja gut, dann wäre es wirklich schwer geworden, aber... Ansonsten hätte es klappen können. Schlimm war gestern nur, dass ich, glaube ich, 5-mal hintereinander Titan hatte. Ich habe halt ein bisschen, um so ein bisschen die Zeit rumzudümpeln. Also der Stufenaufstieg hatte ich, dann hatte ich Prüfung und... Da noch irgendwas. Ich hatte auf jeden Fall sehr oft gestern Titan. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ja, und Alexander habe ich 2-mal gemacht. Vor allem das eine Mal dachte ich, okay, ja gut, vielleicht komme ich ja nochmal in den ersten rein. Weil ich dachte, ne, der erste war mir sowieso zu schnell. Ich kam gar nicht mit der Gruppe hinterher. Weil ich ja natürlich mir noch die Szenen angucken wollte. Nee, ich bin dann im zweiten gelandet und hatte dann dasselbe Problem wie in dem davor auch. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Bin auch nicht sicher, ob ich mich mit den Raids anfreunden kann. Da geht super schnell. Ja, ich hab's gemerkt. Für mich war es tatsächlich zu schnell. Also zumindest zum Eingewöhnen. Ich glaube, das war auch das allererste Mal Raid, den ich ohne euch gemacht habe. Ohne euch oder ohne Luna. Die 70er sind da schon anders. Oh. Da habe ich ja noch ein bisschen hin, oder? Bis ich bei der 70ern bin. Aber witzig war es halt gestern auch wieder. Weißt du, ich laufe so nichts Art durch Gridania und wen sehe ich Hybrid? Läuft mir einfach mal so Hybrid überweg wieder. Wobei ich erstaunlich wenige gestern gesehen habe. Obwohl ich 12 Stunden lang online war. Ich hatte gestern irgendwie den 14. Tag. Du musst das Stormblood abgeschlossen haben. Mainquest. Ah, okay. Hallo, Twistank! Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Hallöchen, Alfino. Da. Warum ist Alice so schroff zu Orion G? Oh Gott, das reimt sich so ein bisschen. Ist er einfach vorgefallen? Bisher haben sie sich doch so gut verstanden. Orion G war ein besonders eifriger Schüler unseres Großvaters. Kam häufig zu Besuch. Er gehörte schon fast zur Familie. Es verging kaum ein Tag, an dem ich ihn nicht im Gespräch mit Großvater und Alice gesehen habe. Na, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Immerhin hat Tancred all unsere Informationen bestätigt. Bestimmt finden wir in Klein Alamigo konkrete Hinweise. Na, vielleicht bilde ich... Achso, doch, das hat sich ja schon... Ich, die mal wieder vergessen hat zu klicken. So. Einmal hier raus.
Klein Amigo, wo war das denn nochmal? Du musst aber bitte dahin. Ah, da. Ich mag den Bogen. Wobei mir schon wieder das Glitzer und Funke entfährt. Ich weiß, ich konnte das auf den anderen übertragen, aber. Töchchen. Was ist nur mit ihm los? Ah, ich habe dich gar nicht kommen hören. Mit Orion G., wenn du mich so direkt fragst, ich habe in letzter Zeit immer mehr das Gefühl, dass er etwas vor uns verbirgt. Ja. Die Vorstellung allein erschüttert mich, aber falls er uns in den Rücken fallen sollte, wenn das wirklich passiert, dann muss ich mich ihm entgegenstellen. Darauf habe ich mich in letzter Zeit innerlich vorbereitet. Aber jetzt hören wir uns erstmal in der Siedlung um, ob ein Tagretto nicht da ist. Ja. Hier irgendwo hat also der Kristallhandel stattgefunden. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, den Kreis der Verdächtigen einzugrenzen. In wessen Hände genau gelangten die Kristalle? In Migit, in Kleiner Amigo ist eine ziemlich vage Beschreibung. Ich schlage vor, wir hören uns mal ein bisschen im Volk um. Ob nicht Gerüchte über seltsame Vorgänge im Umlauf sind. Ich und Alice übernehmen die westliche Hälfte der Siedlung. Könntest du dich um den östlichen Teil kümmern? Danach treffen wir uns alle hier wieder. Ja, gut. Machen wir. Haben wir eh keine Wahl. So. Wir raten, die anderen sind unten. Out. Und der letzte. Da hinten. Der hätte ich aber lange suchen können, wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre. Hörchen. Beginnt das ewige Hin- und Herlaufen wieder. Hallo, Alfino. Wie lief es bei dir? Konntest du etwas in Erfahrung bringen? Dieser Greif scheint ja in aller Munde zu sein. Alice und ich haben Ähnliches zu hören bekommen. Ich bin kein Gegner der Befreiungsarmee, doch die plötzliche Betriebsamkeit der Eisenmasken ist mir nicht ganz geheuer. Der Greif scheint sich des baldigen Sieges über die galäischen Besatzer ziemlich sicher zu sein. Wir können nur hoffen, dass seine Zuversicht nicht im Zusammenhang mit einer Prima-E-Beschwörung steht. Ich befürchte es. Vielleicht kann mir der alte Gundobald mehr erzählen, der den kleinen Alamigo ziemlichen Einfluss haben soll. Kannst du mich ihm nicht vorstellen? Dich kennt er bereits. Echt? Ist das so? Ich bin so furchtbar schlecht mit Namen merken. Ah, der! Ja, doch, den kennen wir. Ich habe mich damals über den Schnauzer lustig gemacht. Sieh an, die Abenteurerin! Und was hat deine Nase diesmal Verdächtiges gerochen? Ein Stückchen Haxe. Rippchen. Pommes? Der Greif, er hat sich in den letzten Jahren zum Anführer der Befreiungsarmee aufgeschwungen. Niemand weiß genaues über ihn, außer dass er sich mit glühendem Eifer für ein freies Alamigo einsetzt. Er hat es geschafft, in Windeseile die Flüchtlinge um sich zu scharen und sich für die Befreiungsarmee zu gewinnen. Er führt etwas im Schilde, so viel ist klar. Ich bin Migit, wie auch immer, wie er und will keinen Landsmann zu Unrecht verdächtigen. Doch du hast bereits damals, als du meine ungestümen Kameraden vor einer großen Dummheit bewahrt hast, indem du die Beschwörung von Ralga verhindert hast, einen guten Riecher bewiesen.
Ich vertraue dir also. Hör gut zu. Du willst wissen, was die Eisenmasken vorhaben? Dann geh zum versunkenen Tempel von Quan. Vergewissere dich mit eigenen Augen und Ohren. Der Greif höchstpersönlich hält dort nämlich gerade eine Rede vor den Flüchtlingen. Es scheint, wir sind genau zur richtigen Zeit gekommen. Komm, wir hören uns an, was der Greif zu sagen hat. Dann bleibe ich hier, falls Tanker zurückkommt. Und bitte seid vorsichtig. Ah, wir sind immer vorsichtig. Wir haben zwar hier und da mein gebrochenes Bein, aber wir sind immer vorsichtig. Komm ich da raus? Ja, komm ich. Sehr gut. Warum ist eigentlich schon wieder alles so bewölkt? Gott, ich befürchte was ganz Schlimmes. Der Vortrag findet im Tempel statt. Lass uns reingehen. Kameraden, 20 Jahre ist es nun her, dass unsere Heimat Alamigo von galeischen Truppen besetzt wurde. Wir waren ein leichtes Opfer, unsere Kräfte geschwächt und die Stadt nach dem Sturz von Theoderik im Chaos versunken. Kaum war die Schreckensherrschaft des alten Despoten beendet, hat sie einem noch schlimmeren Übel Platz gemacht. Der Unterdrückung durch die Galea. Kein Tag ist seit der Flucht vergangen, an dem ich nicht an meine verlorene Heimat und meine zurückgelassenen Gefährten denken musste. Ich bin sicher, dass es euch genauso geht. Ich will es euch vergegenwärtigen. Inmitten hoher Berge blitzt eine Reihe von eisernen Festungen. Sie wurden von unseren Brüdern und Schwestern in Zwangsarbeit erbaut, deren Blut und Schweiß die Erde tränkten. Wer stark war, wurde in die kaiserliche Armee eingezogen und in die Fremde geschickt, um dort zu sterben. Wer stolz war und sich widersetzte, wurde grausam getötet. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Assassine. Und weder die Kraft zur Flucht noch zur Aufleben aufbrachte, der musste jeglicher Würde beraubt ein Leben im Elend fristen. Gaius van Belsar, der verhasste Feldherr der 14. Legion, ist tot, aber sein Nachfolger ist noch weit schlimmer. Wir können unsere Zeit nicht mehr damit verschwenden, auf die Hilfe der anderen eoseischen Staaten zu warten. Ihre Versprechen sind nichts als Lippenbekenntnisse. Einen Krieg, bei dem es für sie nichts zu gewinnen gibt, wollen sie nicht führen. Wir müssen unsere Freunde jetzt sofort vom Joch der Unterdrückung befreien. Wir müssen uns gegen die Tyrannen auflehnen. Die Stunde der Revolution ist gekommen! Wer bereit ist, an meiner Seite zu kämpfen, der erhebe seine Stimme. Die Stärke zum Sieg ist unser. Dafür habe ich gesorgt. Bald werden auf dem Hochland von Gyrabania wieder die Fahnen von Alamigo wehen. Die Stärke zum Sieg ist unser. Ich hatte also recht mit meinem Verdacht. Freiheit für Grönland. Die beiden kenne ich doch. Ah. Hallo. Ich glaub's nicht. Was machen die beiden hier? Ja, wir sind immer da, wo es Ärger gibt. Ida, Papa Limo, ihr seid wohl auf.
Also wenn man jemanden nach langer Zeit wieder sieht, dann kommt man merken, wie viel als so. Oh, hi. Das nenne ich eine Überraschung. Na? Ich hätte nie gedacht, euch ausgerechnet hier anzutreffen. Wir sind überall und nirgends. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Im Lager warten. Der Ort für ein Wiedersehen könnte kaum ungünstiger sein. Lass uns woanders hingehen. Ja, ne? Mm. Lasst uns Grönland befreien. Der war schon wieder so trocken, ey. Ja gut, sowas erlebe ich dann doch gerne. Haben wir die auch endlich wieder getroffen. Ja, dann... Doch, dann ist die Gruppe ja... Ja gut, bis auf Minfidi ja da wieder zusammen. Ach ja, pure Erleichterung. Ja, Mist. Ich muss gerade mal was. So. Der eine, der da gestorben wird, auch. Ist er gestorben? Ich überlege gerade. War der nicht so mal gestorben? Also Igas da, Papa Limo. Shiva ist gestorben, ja. Also, Istinien lebt. Den haben wir ja gerettet. Tancred lebt. Minfilia ist in den ewigen Jagdbrunnen. Ida ist da, Papa Limo ist da. Alfino ist da. Orion G. Mundbride ist tot. Mehr Tote fallen mir gerade gar nicht ein. Mehr Tote kenne ich, glaube ich, gerade gar nicht. Nee, Sid lebt auch. Bix und Red auch. Nee, ich glaube, sonst sind alle da. Nee, rein theoretisch ist der Mund ja noch aktiv. Rein theoretisch. Und dieser der komische Typ, der ist aus Isgard, ist auch tot. Der, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Es gibt wieder was zu essen.
Apropos, warte mal. Ja, doch hier bestimmt noch. Da können wir essen. So. Warte, einmal weg, bitte. Platz für neues Essen schaffen. Ich habe einen Plan, wie wir mehr über den Greif in Erfahrung bringen können. Ihr beide, Alfino und Aida, ihr müsst euch allerdings daran beteiligen. Wieder zu viel unterwegs wie früher. Wieder zu viert unterwegs wie früher. Ja, klingt das nicht aufregend? Ich habe mein Essen für den Quest immer verkauft. Ich nicht, seit man mir gesagt hat, dass das zum Leveln eigentlich ganz gut ist. Wegen der Routine, die man... Also diesen plus 3 Routine, die man ja dadurch kriegt. Seitdem verkaufe ich das nicht mehr, sondern versuche dran zu denken, dass ich das auch zu mir nehme. Deswegen... Da hole ich mir so billig Futter. Ja, aber billiger als durch die Quest kann man... Oder? Kann man doch eigentlich gar nicht kriegen. Wobei, na gut, manche Sachen sind auch billig, die ich geholt habe. Wobei da ich, wo ich schon drauf gucke, was da noch für Boni mit drin sind. Wie kritischer Treffer zum Beispiel. Das sind teilweise über 100 Gewürze am Brett. Echt? 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 1000. Echt? Oh, frisch, das ist gerade wieder aus dem Haus, Haus gegangen. Der Hund bellt. Ja. Le Hund bellt. Der Hund dreht ab. Den Weg Richtung. Ja, Wölfchen. Ist drin? Ja, ist drin. Oh Gott, man ist so schnell auf diesen Viechern. Huch. Einmal. Und mit Alfino sprechen. Kleider machen, Leute. Ja, genau. Geh ich mich jetzt umziehen. Treff mal Treffpunkt. Wo hab ich die jetzt dran? Warte. Jetzt merke ich mir doch nie, welches meine Kleider... was ich da für Kleidung tragen muss. Nein! Ich bin ja immer aus dem Spiel raus. So, wieder rein. Das da. Toll. Anziehen und das löcherige Paar Schäferbeinlinge. Die hier? Nee, Beinlinge, da. Nett. Toll, mit so einem fetten Drachen hier in der... Ja, wir sind auch so schwer zu erkennen. Hi. Danke fürs Geleit. Mir ist zu Ohren gekommen, dass zwei tapfere Krieger sich für unseren Befreiungskampf interessieren. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich dabei um euch beide handelt? Nein, nein. Das ist richtig. Wir würden gerne mehr über die Bewegung erfahren. Eure Befreiungsarmee ist sowohl zahlenmäßig als auch waffentechnisch der kaiserlichen Armee weit unterlegen.
Das ist auch der Grund, weshalb ihr bisher einem größeren Zusammenstoß, bei dem ihr nur unnötige Verluste erleiden würdet, ausgewichen seid. Aber mittlerweile scheint ihr die Lage anders einzuschätzen. Ich will dich direkt fragen. Plant ihr, die Galea mit Hilfe eines Primae zu vertreiben? Habt ihr deshalb größere Mengen an Kristallen von einem Ishgarda-Schmuggler erhalten? Keine Ausflüchte. Der Schmuggler wurde von unseren Kameraden gefasst und ist geständig. Lügen ist zwecklos. Und wir wissen auch, dass du nicht der wirkliche Drahtzieher bist. Verstehe. Scharfsinnig und immer auf der Hut vor neuen Primae. Wie man es vom Bund der Morgenröte erwarten würde. Ihr seid doch vom Bund? Es ist wahr. Ja. Ich befolge nur die Befehle meines Herrn, des Greifen, und trete an seiner Stelle auf. Wir haben die Kristalle auf seine Anweisung hin erworben. Jedoch nicht in der Absicht, einen Primae zu beschwören. Wir haben mit den Amaljar einen Handel abgeschlossen. Wir geben ihnen die Kristalle, die sie für die Primae-Beschwörung benötigen, und im Gegenzug stellen sie uns Söldner zur Verstärkung unserer Befreiungsarmee zur Verfügung. Für ein bisschen Verstärkung willst du also eine Primae-Beschwörung in Kauf nehmen? Ich glaube, ich höre nicht recht. Selbst wenn es euch auf diese Weise gelingen sollte, euch von den Galea zu befreien, schafft ihr euch so doch nur neue Feinde. Ein ewiger Kreislauf von Rache und Vergeltung. Pfach, große Worte, hinter denen sich ein kleines, zaudernes Herz versteckt. Ein Krieg erfordert die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Niemand weiß das besser als der Greif. Durch schöne Worte alleine werden wir unsere Heimat niemals zurückerobern können. Woher nehmen wir die Gewissheit, dass sich die Kristalle tatsächlich nicht mehr in eurem Besitz befinden? Um endgültig Gewissheit zu erlangen, müsst ihr wohl ins Lager der Amaljar eindringen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ihnen die Kristalle entwenden, bevor es zu einer Beschwörung kommt. Ich kann euch aber auch zu unserem Lager führen, wenn ihr wirklich glaubt, dass wir die Kristalle horten. Durchsucht alles. Ich werde euch nicht behindern. Ida und ich kennen uns dort am besten aus. Ich schlage daher vor, dass wir zu zweit das Lager durchsuchen. Was meinst du? Dann folgt mir bitte. Ach, bist du etwa die legendäre Heldin des Bundes der Morgenröte? Nein, wieder nicht. Ja, natürlich. Nicht wenige Bürger aus Alamigo, die du gerettet hast, wurden durch deinen Heldenmut dazu inspiriert, der Befreiungsarmee beizutreten. Natürlich. Auch ich bin einer von ihnen. Wenn du mir damals in Mühlenbruch die Medizin nicht besorgt hättest, wäre ich heute nicht hier. Doch oh Gott, also fühlt sich an wie 1000 Jahre, ey. Medizin? Ich danke dir. Im Namen aller Bürger von Alamigo. Was ist für eine Medizin? Du bist eine wahre Heldin, die einen Hilfesuchenden niemals von sich stößt. Ich habe so vielen Leuten schon irgendwelche Medizin einflusst. Mögest du eines Tages Zeugin eines freien Alamigo sein. Man kann sagen, was man will, aber immerhin hat der Mann eine Meinung und handelt auch danach. Das ist besser als zu schmollen und nichts zu tun. Wie lange soll das noch so weitergehen? Ach, Papa Limo. Eines ist jedenfalls sicher. Die Befreiungsbewegung schien lange praktisch tot zu sein.
Doch die Eisenmasken haben ihr neues Leben eingehaucht. Sie haben den Stein ins Rollen gebracht und jetzt lässt er sich nicht mehr aufhalten. Wenn ich dir einen Rat als Freund geben darf, triff deine Entscheidung. Und jetzt komm, lass uns gehen. Ach ja. So, darf ich meine Ausrüstung da wieder anziehen, ja? Danke. Ist ja schrecklich. Was meinte der Doppelgänger genau, als du sagst, du das? Ja, die Frage stelle ich mir auch. Wie gesagt, ich habe so vielen Leuten schon Medizin gegeben. Das ist ein Wunder. Weißt du, die Leute erinnern sich an mich, aber ich irgendwie... Mir die. Jetzt haben wir wieder näher ranzoomen. Die nächste Szene. Aber ich glaube, es. Nee, es wird hier gesprochen. Okay. Tankred! Der mir erst wieder auffällt, nachdem wir gekommen sind. Ich kann mich an sein neues Aussehen ja so gar nicht gewöhnen, ne? Das ist mir zu. Nee. Also, es sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie. Ich bin den alten Tankred. Gewöhnt. Na, was geht dahinter? Ich hasse Intrigen. Ich würde ihn gerne zu Brei schlagen. Ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation. Große Ereignisse bahnen sich an. Boah, komm! Ja, gut, dann gehe ich vorher nochmal pinkeln. Je nachdem, wie lange das jetzt schon wieder dauert. Oh Gott. Ich weiß nicht, Ich finde es echt cool, dass sie vor waren, aber irgendwie finde ich das ätzend. Oh. Warum warnt man eigentlich einen vor Dinge sich vor, wenn man in manche Inis geht, die so lange dauern? Jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, so circa. Ja, okay. 30 bis 40 Minuten. Ja, dann bin ich einmal ganz groß pinkeln. Weiß nicht, ob ich dann. Ne? Nicht, dass ich zwischendurch nochmal muss. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich habe Angst.